Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich hier für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar will ich heute meinen Zanlari-Troll wieder ein bisschen weiter leveln. Mittlerweile bin ich Stufe 61 und jetzt hier in der Scherbenwelt angekommen, will ich am besten ein bisschen Dungeons spammen, beziehungsweise ein bisschen Terrorcard questen, sobald ich das Level habe. Ab 62 kann man nämlich da durchstarten mit dem Level und ich wollte dementsprechend hier bei den Horden-Achievements wieder ein bisschen was weitermachen. Terrorcar, wie gesagt, brauche ich noch und Nagrand. Da dachte ich mir, komm, das kann man so zwischen den Dungeons ja doch ganz gut mitnehmen. Jetzt hoffe ich, dass wir relativ schnell in die erste Instanz reinkommen. Aber wie gesagt, hier kann ich leider noch gar nichts machen, weil mir ein halbes Level noch fehlt, ne? Und ich wollte jetzt nicht in einem anderen Gebiet erst nur rumkrebsen und ja, da ein bisschen was machen, sondern am besten, ja, wunderbar, gleich in die Instanz rein. Durch den Abschluss müsste ich ja hoch genug sein. Und da muss ich mal gucken, wo die Quests hier genau losgehen. Mir wurde geraten, ich soll doch einmal nach Shadrath gehen. Ah, perfekt. Gleich die richtige Instanz gekommen. So muss das sein. Das ist nämlich die vom Zeitinvest die allerbeste Instanz, die es gibt. Gut, jetzt das erste Mal mit Quests müssen wir natürlich schon ein bisschen was machen, aber sonst ist die halt echt nice. Vielleicht sollte ich nicht gleich den ganzen Bums pullen. Oh, ich bin direkt gestunt worden. Oh, ich habe gebabbelt auf den Stun. Ne, ich habe nicht gebabbelt. Die Kapant auflegen, alles gemacht, ging nichts. Ach, deswegen ging meine Bubble auch nicht. Okay. Okay, Fängt ich ja hätte gut da an doch nicht so hier. viel. Ja, ich war low und die haben mich gestunt, dann wollte ich bubbeln. Denk dran, ich bin nicht mit Mage dabei. Ist nicht heilbar. Hier los. Ich musste mal Dings drücken. Okay, gut, wir müssen das ein bisschen anders machen. Tötet sie noch, ich hab meine Hand des Schutzes, habe ich an. Alles andere. Okay, das war denkt nichts. ihr auch, wo bin ich hier gelandet? So. Hunter. Aber die Zergen waren noch tot. Ihr habt gesehen, der Heiler war schuld. Eindeutig. Aber jetzt kann ich hier genüsslich das Zeug looten, oder dass mir einer das weglootet. Ja, gut, vielleicht pullen wir jetzt nicht gleich immer 4-5 Gruppen. Fangen wir mal mit 2 an. Heiler ist immer schuld, ja, das ist richtig. Schauen wir mal, ob wir auch ordentlich Damage dabei haben. Wie taucht bei mir der Worry gar nicht auf? Ist der AFK? Stimmt. Aha. Da geht's schon Nehme los hier. kurz Quest an, ach so. Jetzt bist du schon durchgefallen. Na komm. Will kein Heiler sein. Oh, scheiße. Geh gleich doch auf DD. Jetzt ist Ich sehe alles nicht viel geedit. Hilfe. Ich muss Bubble drücken. Oh shit, die Bubble. Lauf, lauf. Doppelbubble. Warum haben denn die Hunter keine Aggro? Ich versteh's halt auch nicht. Oh, jetzt kommt die Dingszone. Richtig Okay. nicht geheilt, das ist unmöglich. Ich muss meinen Gaul anschmeißen und weg hier. Ja, die kam ja, da kam ja aber auch nochmal alles dazu. Komm, jetzt stunnen wir nochmal einen. Ging nicht? Ah, doch. Ach so, die haben mich auch gestunt, okay. Ja, du, ging auch gut hier. Keiner ist gestorben. Double Bubble Andale, und Kite-Taktik. Ja, aber das ist gut, da kamen jetzt auch nochmal einige dazu, ne? Die Putt, also quasi die Putt wurde getriggert und dann kam alles, was hinter der Putt ist, auch noch dazu. Eieieiei. Oh, ich muss meinen Trank reinschmeißen, sehe ich gerade, das habe ich vergessen. Sind wir jetzt eine volle Gruppe hier im Start, oder? Dass wir mal ein bisschen Damage haben, dann geht das nämlich auch einen Ticken schneller. Da ist so ein Taunt-Pad an. Halt, meins.
Jetzt hoffen wir mal, dass wir hier durchkommen, ohne so in den ganzen Laden pullen. Steht jetzt gerade alles auf Cooldown. Gut. Das ist gut. Ja, ja, es kam nicht links und rechts alles. Du bist halt erst die Kleinen killen. Also das wollte ich pullen. Denn es sollte halt nicht alles kommen, ne? Die am besten die Heiler interrupten. Wenn der jetzt gleich geedit wird, dann ist blöd. Also den wollen wir nicht, weil der holt dann hinten alles. Aber ja, ich glaube, den müssen wir machen. Was? Der Dino hat sogar den Boss getauntet? Ich dachte, der Boss kann auch nicht taunten. Also, Pets können die eigentlich nicht taunten. Wieso? War doch alles tutti hier. Wir müssen jetzt halt bloß den Typen rechts auch mitnehmen. Weil wir halt die Quest noch haben, ne? Sonst könntest du den ja stehen lassen. Sonst gehst du ja direkt zum Endboss und machst einen Sack zu quasi. Habe ich denn eigentlich dafür einen Effekt drauf? Crit-Chance in 4%. Du könntest theoretisch noch so ein Lower auswählen, ne? Wenn jetzt an der Lari trollen. Aber das habe ich irgendwie auch nicht gemacht. Ich habe das gemacht. Ein Heil-Lower habe ich mir ausgesucht. Ich glaube, Tanks gibt es auch da irgendwas. Was macht denn der Heil-Lower? Also er sagt mir hier als Effekt, euer Heilzauber haben eine Chance, ihr Ziel um 314 Gesundheit zu heilen. Okay. Ich glaube, es gibt für Tanks auch etwas, das die maximale Gesundheit erhöht und Rüstung, meine ich. Okay. Auch Chance. Ja, gut. Ist bestimmt, also einfach für so einen netten passiven Nebeneffekt ist schon ganz nice. Mhm. Ja. Aber der Cooldown ist extrem lang. Eine Woche oder sowas. Ach, dass du es wechseln kannst, oder wie? Dass du es wechseln kannst, genau. Ah, okay. Na gut. Also wenn du dann mal auf Maximalstufe für den Raid immer hin und her switchen willst, dann ist das halt nicht so nice, ne? Ach, wir müssen eh alle machen, sonst kommen wir da nicht durch, wenn wir den anderen eh brauchen. Hilft nix. Selfie oder so? Bisschen ja, ich habe mein Selfie schon gedrückt, alles gut. Gut. Aber wir haben halt echt nicht viel Damage dabei, ne? Wir brauchen mehr E-Damage. Laufen wir gleich zum Boss durch. Alle 5 Tage kann man wechseln, okay. Naja, gut. Hunter ist stehen geblieben mit einem Mob. Ja, soll den dann schnell killen, keine Ahnung. Ich pull den Boss schon mal. Wir einigermaßen zügig durchkommen. Ne, am Anfang hieß es ja, die Tanalari-Trolle, das ist viel zu stark, was die an Fähigkeiten haben. Du hast ja auch diese Regenerationsfähigkeit, ne, die sich in 6 Sekunden auf maximales Life quasi heilt. Ist halt schon recht praktisch. Ich denke mal, wenn ich bubble und das einsetze, ist halt schon recht nice. Kann man machen. Naja. Schauen wir mal, wie weit ich in Terrorcar komme. Jetzt nach der Instanz bin ich halt auf jeden Fall 62, ne? Und dann mache ich halt immer so in den Zwischenzeiten so ein paar Quests da. Mal gucken. Dürfte ja schon auf ein bisschen was kommen. Weil wenn wir jetzt nur mal einen DD suchen, dann kriegen wir, müssten wir eigentlich Instant Invites haben. Ah, ich sollte vielleicht auch mal gucken, ob ich besseres Gear im Inventar habe. Ah, anscheinend habe ich ein paar Teile, die tatsächlich besser sind. Ja.
Ah ja, das ist ein gutes Stück besser. Weil ich immer meinen Gear nicht weiter, die Sachen weiter angelegt habe, ne? Also die Questbelohnung war meistens halt auch jetzt eh relativ schlecht, die ich gekriegt habe. Ich mag die Innie, weil du hier eigentlich den kompletten Blick rundum hast, ne? Das hast du eigentlich in den wenigsten Instanzen, dass du so einen großen Ausblick hast. Ich merke das schon, mit dem Pala krieg ich schon ganz gut auf die Fresse. Ich glaube, ein Problem ist, wenn du an den Mobs vorbeirennst und die dann dir in den Rücken hauen. Ja Kannst du gut, das klar, das ist vielleicht? beim Pala natürlich noch eine andere Sache, aber ich habe jetzt meistens versucht, die so mitzuziehen. Du blockst halt und parryst nicht, ne? Das ist beim Druid hast du das ja nicht, das ist egal. Aber auch allgemein, selbst wenn ich bei denen richtig stehe, kriege ich schon relativ gute Kellen ab. Perfekt. Das ist hier mit dem Loot, ne? Dass es so lange dauert, bis du die Kiste aufmachen kannst. So, da la. Guck mal, was bringt denn hier so eine Quest? 16k, 16. Naja, gut, das wird nicht mehr ganz reichen, um noch ein Level abzukriegen. Aber zumindest kann ich jetzt die Terrorcar-Quests annehmen. Wahrscheinlich darf ich jetzt diese schöne Sache in Shatra machen, wo ich diese. Ah, schau mal, das ist hochgerollt. Wo ich diesen lustigen Dings laufen darf mit dem Elementar, ne? Kennt ihr das? Diese Erkundungstour, die gefühlt 10 Jahre dauert. Ich kenn's noch. Der zeigt dir jeden einzelnen Stadtteil. Vielleicht auch so wie der Druide gerade eben. Hast du immer gefreut, wenn du es mit einem neuen Twink machen durftest? Konntest nicht mal AFK gehen, weil wenn du zu weit weg warst, ne, hat es wieder nicht gezählt. Na ja, gut, jetzt kriegen wir halt immer Instant-Invites. Ah, neue Armschienen, perfekt. Eigentlich fast ein bisschen schade, dass das Zeug halt gut hochforscht, ne? Moment, ist das eigentlich höher dann als das, was ich anhab? Tatsächlich, ne? Das ist ein 8-Item-Level, das ist im Low-Level, macht das schon ein bisschen was aus. Aber es bringt ja trotzdem nichts, ne? 10% mehr XP sind halt 10% mehr. Bin schade. Mal gucken. Was glaubt ihr denn, was als. An der Gruppe hier kommen wir nicht vorbei. Doch, wenn du schnell genug läufst, kommst du da schon vorbei. Na gut. Ihr kommt nicht vorbei. Ich war schon lang vorbei. Du musst eigentlich beide nicht pullen, beide Makora-Gruppen. Wenn du halt schnell genug läufst, ne? Egal, dann machen wir sie halt. Das hat den Tanalaritor freigeschalten, nicht schlecht. Hab meinen ja schon relativ lang. Und das ist jetzt auch die letzte, der mir fehlt. Was ich fragen wollte, was denkt ihr denn, was als nächstes als verbündetes Volk kommt, beziehungsweise allgemein, was noch so kommt? Ich bin mir relativ sicher, dass die Mechagnome kommen. Also da würde ich meine Hand ja sowas für ins Feuer legen, dass die als verbündetes Volk kommen. Weil das einzige andere, was es außer Mechagnome noch gibt, sind ja quasi die Lepragnome. Und ich glaube nicht, dass die als spielbares Volk kommen. Also das wäre irgendwie komisch. Und das andere, was ich glaube bei der Horde, wird es Vulpira geben. Da bin ich mir auch relativ sicher, dass sie die noch reinfügen. Weil da gibt es jetzt mittlerweile auch alle möglichen Models auch für die Vulpira und das wäre eigentlich so verschenkt, wenn sie dafür nichts machen würden. Irgendwas mit Nasjatar oder Fischen. In Nasjatar sollen ja auch zwei Fraktionen, sowohl eine für die Horde als auch eine für die Allianz kommen. Da kann ich mir auch vorstellen, dass sie da vielleicht noch was basteln. Aber ich bin mir sicher, dass Mechagnome und die Vulpira kommen. Ja, mal gucken. Also Vulpira war ich mir ja schon sicher, als sie das Addon angekündigt hatten, man so das erste Game-Material gesehen haben, da haben ja schon alle geschrien nach den Mechagnomen.
Bleib jetzt hier stehen. Hab auch meinen Cooldown drin. Macht der eigentlich? Littener Schaden um 20% verringert, okay. Nächster Angriff. Das ist doch das, wenn es mich töten würde, dann killt es mich nicht, ne? Ach, dieses blöde Schild. Bloß ich weiß halt nicht, was sie für die Worgen reinbringen sollen, ne? Also du hast ja eigentlich für jedes normale Volk jetzt mittlerweile einen Pendant, ne? Also für ein verbündetes Volk nochmal extra. Aber für die Worgen bin ich echt zu überlegen, was sie da noch machen wollen. Da fällt mir jetzt nicht so wirklich was ein. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, was so ähnlich ist, sind diese komischen Katzen, ne? Die es in Draenor gab, aber das sind ja nicht wirklich Worgen, sondern halt auch irgendwie so sowas in die Richtung. Und wann farmst du wieder Gold? Werde ich demnächst mal machen, aber steht jetzt im Moment nicht auf dem Programm. Jetzt steht erstmal auf dem Zettel hier die Dings, den Scharnoch hochzuspielen. Und ja, dann morgen will ich ja die M Plus machen, dass ich die ganzen Zehner einmal habe. Das ist das nächste. Und dann die letzten Inselmounts farmen. Und ja, Arena, das steht halt jetzt erstmal auf dem Zettel und danach sicher auch Gold farmen. Bloß da muss ich mal noch gucken, was ich machen werde. Ich wollte mal gucken, was wir vorher schon mal gequatscht hatten. Ist, hier kannst du, wenn du außen rumläufst, wenn die Leute jetzt nicht ganz blöd sind und du dann hier hochspringst. Hochspringen, dann kannst du den Trash skippen. Boah, das haben alle hingekriegt. Ich bin ja beeindruckt. Was wollte ich sagen? Genau, ich wollte ja mal im Riesenflöz quasi das mit dem Mount testen, ob du da vielleicht das relativ schnell farmen kannst. Easy in time. Was hast du denn? Easy in time gespielt? Ein Zweier-Key oder was geht's? Was morgen Inseln? Weiß ich nicht. Ich mache erst M Plus und dann wollte ich noch wieder ein bisschen dahingehend basteln. Du kannst gerne mitkommen, klar. Also die Woche bietet sich richtig an, um M Plus zu gehen. Ja, klar, einfach. Ja. Ich habe ja auch einige schon gelaufen. Ne? Ich brauche jetzt noch 3 Instanzen, dann habe ich alle auf 10 aufwärts in Time. Und die letzten 3, die werde ich morgen auf jeden Fall noch machen, bis ich sie habe. Dann habe ich das Achievement weg. Gibt es nicht noch einen Erfolg, dass du auf 15 alle in Time machen musst? Ja, das ist aber... Das ist oder wie das zählt auch aus Legion mit? Also nee, das... gefunden. Es gibt ein neues, nee, das ist kein Erfolg, das ist eine Heldentat. Die wird dir immer nicht angezeigt. Ah, okay. Alles das 10er-Ding ist ja auch eine Heldentat. Nee, aber sollte ich das machen wollen, dann würde ich mir eine Gruppe suchen. Also müsste ich mir eine feste Gruppe für suchen, weil das ist random wahrscheinlich ein bisschen ätzend. Und da muss ich mal gucken. Also vielleicht mache ich das jetzt am Ende von dem Ding noch, aber das habe ich jetzt erstmal nicht geplant. Ich will jetzt erstmal das 10er haben und dann kann man ja gucken. Dann kann man ja gucken. Springt am besten runter. Die einen... Irgendwas soll ich hoffen, hätten die? Mal gucken. Haben wir Glück die gehabt, oder? Bis jetzt hätten sie nicht. Wunderbarst. Ali wahrscheinlich. Du, wie gesagt, ich mache ja beides, aber ich mache mir ja meistens, ziehe ich mir ja Chars hoch dabei, ne? Ob ich Horde oder Ali mache, bleibt sich eigentlich gleich. Aber die M Plus mache ich mit dem Ali-Char, ja. Weil ich da ja jetzt angefangen habe, das ganze Ding zu machen und da mit dem auch noch ein bisschen Gear brauche. Aber mittlerweile habe ich den ja auch schon auf 409, ne? Also der ist jetzt auch schon ein bisschen besser equipped. Dafür, dass der letztens erst 93 war, ist das jetzt schon ganz gut. Ohne dass ich jetzt irgendwie einen festen Mythic Raid oder irgendwas hätte, ist das nicht schlecht. Ich habe letztens nochmal Luck gehabt mit ein paar Items. So die Lücken, die ich hatte, aufgefüllt. Ringe, Trinkets habe ich halt bekommen. Ne? Ich hatte ja vor 380er sowohl Ringe als auch Trinkets und jetzt habe ich auf allen Slots 400 aufwärts. Auf den meisten sogar 415. Das ist echt ganz gut. Kannst du die Krankheit runternehmen? Ja, wenn ich Zeit hätte. Ja, du hast Zeit, easy, sonst bubble ich den halt. Boss kennst du, ne? Der macht am Ende richtig Tara, ne? Lauf dann oder bubble oder weiß ich nicht, irgendwas. Antela läuft nicht davon. Ja, er stirbt wie ein Mann. Er stirbt wie ein Mann, ne? Ich renne wie ein kleines Mädchen, kreisch dabei. Und schrei, heil mich! Ich kann jetzt schon hören, wie du wieder den Heiler flammst.
Ja, Kyler ist immer schuld. Aber bis jetzt ist alles easy. Sobald er hier, okay. Das kannst du mit dem Druid wegnehmen, oder? Ne? Alter, der rein. Ich kann meinen CD noch ziehen. Siehst du, Oh, ich brauch komm. nicht weglaufen. Waffeln hätte ich auch noch können. Hast du dich gerade nur bewahrt vom Mond? Gerade noch mit Glück gehabt. Shit, den habe ich mit dem Char schon gemacht. Jo, alles klar. Guten Abend wünsche ich dir. Kriegst du so wieder ein Schild in die Fresse hier. Hast diese Stun-Mobs und wieder. Weißt du, die Geschichte ist, mit viele Mobs zusammenpullen, bringt dir halt nur was, wenn du sie halt auch killst, ne? Ich kann natürlich jetzt hier die ganze Inni zusammenpullen, sterben, dann habe ich aber halt nichts gewonnen, ne? Das bringt halt nichts, keine Ahnung. Brauchst halt auch einen entsprechenden Damage, dass du die schnell genug umhaust. Und weißt du, wenn jeder die D hier über 1000 Schaden fährt bei einer E-Gruppe, ist es halt easy. Bloß wenn es halt nicht der Fall ist, dann brauchen die Mobs zu lange und dann stirbst du halt einfach, dann hast du keine CDs mehr und verreckst halt einfach. Das ist halt immer so eine Geschichte. Aber wir kommen so auch schnell durch. Dann pullst du lieber eine Mobgruppe weniger und stirbst nicht, weil wenn du einmal vibest, das kostet dir halt viel, viel mehr Zeit. Keine Ahnung, das lohnt sich dann nicht im Verhältnis. Zieh die mal mit, habe ich keinen Gaul ready? Doch. Antanken. Oh, wir sind alle gewurzelt. Wir sind alle gewurzelt. Kann nur einen reinigen. Was? Mich hat einer übernommen? Ernsthaft? Wer hat mich denn jetzt übernommen? Jetzt habe gar keiner gecastet. Ich habe. Hier ist nur so ein Mini-Mob. Wer? Das, hä? Also klar, es gibt hier Mobs, die übernehmen, ne? Aber es hat keiner irgendwas gecastet. Ich hatte nur noch diesen Melee-Mob und ich habe trotzdem übernommen. Komisch. Das ist sonderbar. Kann einer schon mal den Typen hinten anquatschen? Den brauchen wir nämlich auch noch für die Quest. Warte mal, das Auge des Sklaventreibers. Habe ich da was nicht gelootet? Ah, ne, das ist von dem hier. Passt. Alles gut, ich dachte mir, ich habe schon wieder ein Quest-Item verpasst, ne? Das wäre doch leicht bitter gewesen. Oh, jetzt droppst du wieder. Alles kein Problem. Runterreißen. Schon wieder den Stärke-Debuff drauf, ne? Hier kann man sich ja einen Buff abholen. Der hilft ganz gut. Alle Tribute um 5%, ja, so ein schönes MDW. Leider gibt es das ja nicht mehr. Wobei, eigentlich bin ich gar nicht so traurig, ne, dass es kein MDW mehr gibt. Muss ich es auch nicht buffen. Ihr wisst, wie das Ding hier funktioniert, ne? Wenn ihr euch unbrefft, geht ihr nicht in die Gruppe rein und zieht ein Dev-CD. Weil hier stirbt Minimum immer einer bei dem Boss. So, da kommt's. Es haut ziemlich rein, ne? Na, bubble da. Ich hab aus Versehen SDS geworfen auf irgendwen, auf einen Hunter. Statt Bubble zu ziehen. Wo keiner gestorben, das ist auch das erste Mal für mich. Ja, deswegen, ich wollte es gerade sagen hier, das ist teilweise ein bisschen tricky. Könnt euch raus und reinporten. Da hat der Heiler mal was zu tun, das ist richtig, ja.
Das ist richtig. So. Quest bringt richtig viel, ne? 33k. Wieder was auf. Ich krieg ständig was auf Epic gerollt, aber halt immer in den Slots, die ich nicht austauschen kann. So, dann können wir aus der Instanzgruppe rausgehen. Dann können wir draußen nochmal queuen. Vielleicht kriegen wir ja mal so einen krassen AE-Mage in die Gruppe. Wäre zumindest schick. So, jetzt habe ich hier auch tatsächlich Quests. Ich weiß jetzt halt nicht, welche dann hier für den Dingsfortschritt zählen. Ach ne, die ist sogar noch grau, die Quest, ne? Was ist hier? Hier müsste auch noch irgendwo eine Quest sein. Hä? Bin ich jetzt blöd? Ah, die ist bestimmt oben auf der Brücke, oder? Aha! Wusste ich's doch. Sprecht mit Adal, machen wir das dann mal. Ich frage mich, wie du als 120er hier rumfliegst in Shatra, was du da machst, ne? Ah ja, hier. Ach, schau mal, jetzt hat er das neue Model. Der sah früher nicht so aus, Khadgar, ne? Ah, folgt all da als Diener. Viel Spaß. Aber wenn du das einmal anfängst, dann darfst du nicht den Invite dann kriegen. Das ist richtig, ja. Sonst darfst du wieder von vorne anfangen. Den haben sie halt keinen. Ich weiß nicht, ob ich das Ding. Ach, komm, wir gehen in die Indie rein. Das mache ich dann nachher. Ja, es ist halt so ein Drecksding. Wirst du sofort hier wieder gecharged. Die Indie ist auch super. Burning Crusade ist allgemein so ein super Laden. Wenn wir Warmode an, dann kriegst du ein bisschen mehr EP noch, weißt du? Also jetzt in den Instanzen nicht, aber zumindest in den Außengebieten. Bisschen was zumindest. Ach, das war ja hier das Schicke mit 10.000 Mobs, ne? Jetzt pullen wir den Boss mal nicht ran. Jo, du bist schon wieder ganz unten. Der Nein, Band ich auf hab. Link ziehen müssen. Nein. Jetzt kann ich selber keine Hand auf Legen mehr ziehen. Keine Bubble. Auf! Ja, ich wollte gerade loslaufen, dann war es schon zu spät, aber ich war eh wieder geslowt. Diese Rep-Kosten. Ja, der Bosspool ist hier immer lustig, weil da alles zusammenkommt, aber die meisten Mobs habe ich jetzt eh schon weggemacht. So, ich habe keine CDs, wollen wir trotzdem den Boss pullen? Ja, komm. Easy. Ach, die chargen mich, ich bin halt sofort im. Auch betäubt. Kann halt nichts machen. Ich musste bubbeln. Hä? Ich hab da. Oh nein, ich hab nicht. Ah, ich hab Midi-Bubble gedrückt. Das Caster-Ding hat mich gekillt. Ich bin tötet dann ihn, Heat-Aggro. tötet ihn. Bin gleich wieder da mit dem Gaul. Ja, also wenn du das machen willst, dann brauchst du echt eine Gruppe, die richtig damaged. Weil die natzen dich so schnell tot. Kannst dann nochmal richtige Bubble drücken. Ja, guck mal, Heileffekt um 50% verringert. Wie kann ich das heilen? Ja, das ist übel. Du musst halt instant das ganze Zeug killen. Ja, das. Vor allem, der kickt dich halt zurück, ne? Kommst du halt nicht ran. Das ist halt immer so eine Sache. Das geht halt nur, wenn du eine extrem starke Gruppe hast und die übelst wegtunnelst, die Mobs. Aber wir haben ihn tot gewiped, ne? Ach so, ach so, ja, stimmt. Wegen der Arena-Quest meinst du, ne? Klar.
müsste eigentlich mal auf meinem Horden-Chars gucken, ob irgendeiner von euch, von den Chars damals die Gebiete durchgequestet hat oder halt schon mal relativ weit ist. Das habe ich jetzt auch noch nicht geguckt. Und bloß schauen, der eine hier, der fiert ganz gerne. Am besten geht so weit in die Ecke rein, wie es geht. Werde der gleich im Karree rumgefiert. Ja, da kommt der Vier schon. Haben wir dann jetzt dabei einen Rogue, ne? Das ist schön hier mit dem Desorientieren, kannst du halt alle Heilungen einmal interrupten. So einen schicken Mass-Interrupt. Sonst heilen sie sich halt die ganze Zeit wieder hoch, das ist richtig nervig. Die Ini ist eh schön, vor allem später nach dem zweiten Boss in dem Gang, ne? Da sollte man nicht so viel zusammenpullen. Da hat man immer richtig Freude. Bei der Arena-Quest können wir ja dann gucken. Da musst du, glaube ich, 64 für sein, ne? Dass du die machen kannst. Anna geht langsam zur Neige. Was? Du musst recken? Bei mir wird 63. Seht ihr, das ist wieder falsch angezeigt. 9. Ich habe 9%. Ja. Bei mir wird 63% angezeigt, warum auch immer. Das ist so buggy. Keine Ahnung, ich hasse das. Ich weiß nicht, warum das der Fall ist, ne? Das Life wird richtig angezeigt, aber das Mana wird falsch angezeigt. Das habe ich so oft in den Instanzen, dass die Heiler mich anflummen, oh, bist du so blöd aus Mana, so gucken? Und so eine Geschichte, ne? Und dann denke ich mir, ja, hat er doch volles Mana, oder hat er halt irgendwie... Meistens wird er nicht mal volles, weil volles wird er dich ja auch skeptisch machen. Denkst du, volles, okay, wahrscheinlich unwahrscheinlich. Aber der 63% die ganze Zeit, ne? Aber er hat hier... Jetzt ist es geswitcht, ne? Warum auch immer, ich verstehe es halt nicht... Hat auch nichts mit dem Kampf zu tun, weil jetzt waren wir auch gerade in Combat. Weil oft ist ja so, wenn einer aus der Gruppe lief, ne, wenn du im Combat bist, dann wird der ja immer noch angezeigt in der Gruppe, komischerweise. Ich weiß auch nicht, an was das liegt. Jetzt hat er da sogar mehr als hier. Man muss es nicht nachvollziehen können. Ich würde sagen, die nächsten Gruppen machen wir jetzt ganz gechillt, ohne großes Zusammenpullen. Ich pull die einfach zurück und gut ist, weil das geht sonst immer in die Hose. Leider. Weil kann ich ja mal bei den Chars gucken, mit denen ich gerade mit der Horde online bin, ob die hier die Dings gemacht haben. Nee, der hat auch null Scherben. Wie bringe ich das denn am besten raus, ohne dass ich alle Chars durchlogge, wer wie viel Alterholic. In den... Alterholic zeigt ja auch Erfolge an. Ja, aber zeigt es dir auch die zeigt dir doch den Fortschritt im Erfolg an. Weil mir geht's hier um den Fortschritt, weil wenn ich den Erfolg hätte, dann würde mir allgemein angezeigt, dass ich ihn hab, weißt du? Aber mir geht's hier um den Fortschritt. Aber das wird wahrscheinlich kein Add-on mir anzeigen können, wie viel Fortschritt ich mit welchem Char habe. Schätze ich jetzt mal ganz grob. Sonst würde ich da mal grob durchloggen und da mal nachschauen, ob ich mit irgendeinem da schon einen gewissen Fortschritt habe. Jetzt pullen wir zwei Gruppen hier ein bisschen nach hinten. Wenn wir wieder im Dauer-CC landen. Muss ich mal nahe gucken. Weit weg. Weggelaufen auf einmal. Oh nein, ich wollte gerade meine Heilung drücken, dann haben die mir ein Silence gedrückt. Jetzt kann ich nichts machen. Die Drecksmobs, echt. Also da kann jeder Mob irgendeinen CC schon. Silence.
In 4 kriegst du einen, hier, nicht desorientieren, aber hier so ein Bin Nierenhieb. gesilenced, 5 Ah, ich Sekunden. bin wieder weggefeiert. Das sind nämlich die Jetzt kann dreckigen. ich. Hier, dieser Gang, ne? Das sind die dreckigsten Mobs in allen Instanzen, die es gibt. So viel CC haben, glaube ich, keine anderen Mobs. Ich habe jetzt schon wenig gepult, ne? Wir sind ganz mit dem CC drin. Wenn du da den ganzen, also wenn du da die zwei Räume pulst, dann ist echt Feierabend. Bist du nur noch im CC, du kannst nichts mehr machen. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Ein Mastern und ein Haufen Damage, dass einfach alles stirbt. Oder du bist halt einfach die ganze Zeit nur im CC und kannst halt nichts machen. Bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich mit irgendeinem Hordenschar damals Burning Crusade gequestet habe. Aber ich meine, ich habe mit denen allen immer Instanzen durchgeballert und mit gar nichts gequestet. Ich bin mir jetzt halt nicht hundertprozentig sicher. Müsste ich naht mal meine ersten Hordenschars durchleveln. Durchloggen, so rum. Da mal gucken, ob ich mit irgendeinem Char da was gemacht habe. Weil es wäre jetzt quasi Käse, mit einem jetzt hier die Gebiete durchzudingsen, wenn ich mit einem schon fast fertig wäre, ne? Dann nur noch ein paar mit Max-Level-Char machen müsste. Das wird ja dann wesentlich schneller gehen. Ob du später mit kannst? Ja, klar. Einen Slot haben wir tatsächlich sogar noch. Kannst du dann gerne noch mit reinjoinen, wenn du willst. Nice. Eine Gruppe haben wir zumindest stehen lassen, ne? Wurden wir nicht reingeviert. So, jetzt ist halt die Frage: Wollen wir den Boss mit allem zusammenpullen oder wollen wir es safe machen? Wir sterben schon an dem hier. Ich bin gesilenced. Also wärst du eher für ein bisschen Ich bin Safes? immer für safe jetzt, wo ich Heiler bin. Okay, safety first. Hier auf Abstand. Gut. Ja, du kannst dich ja nachher queuen, dann. Wie hoch ist denn dein Char? Das ist halt wichtig, dass du im selben Level-Bracket bist, dass sie es nur rausbringen. Also der muss halt irgendwas zwischen 59 und 80 muss der Char halt sein, ne? Weil wir ja gerade hier im Burning Crusade Content unterwegs sind. Wenn du in dem Levelbereich einen Char hast, dann kannst du gerne mitkommen. Morgen bist du ja Raiden, oder? Ist der Plan. Wir haben jetzt ja endlich Opulenz gekillt nach 120 Tries. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Leute wir zusammenkriegen. Ob wir in den Tegel Heroic reingehen, wo ich eigentlich nicht so die Bock drauf habe. Eher würde ich in die Schlacht gehen, da weiter progressen. Die nächsten beiden sind ja einfacher, meinst du, ne? Auf jeden Fall. Wobei der Titel jetzt im HC auch nicht schwer. Ich war jetzt. Oh, da ist einer tot. Ah, die Dinge explodieren, da muss man weggehen als Melee. Also die Schlacht im HC fand ich jetzt auch nicht so schlimm. War jetzt letztens wieder drin. Auch mit so einer Anführungszeichen Random-Gruppe. Und den ersten Boss First Try umgehauen. Und den zweiten Boss, ich glaube, 3 oder 4 Tries haben wir gebraucht, dass man hatten. Also es ging relativ zügig. War aber auch eine ganz gute Random-Gruppe, muss ich sagen. Die Tegel? haben's. Tegel Heroic? Ja, Tegel Heroic. So, weil du Schlacht gesagt hast, glaube ich. Nee. Tegel. Und der hat das aber. Gut, ich sag mal so, der hat länger erklärt, also es war so eine Engländergruppe, der hat irgendwie gemeint, ja, er macht das jetzt jede Woche auf Horde, hat das letzten, haben sie es vorhin gerade gemacht, dann sind die da durch. Der hat wirklich halt alles, also der, gut, das war halt eine Full-Curve-Gruppe, ne? Also alle hatten halt Curve, gut, die kannten das halt alle schon, aber er hat hat wirklich alles erklärt. Im Chat war da nur noch so, er sollte als quasi einen Titel in WoW kriegen als Captain, weil der hat sich halt so. Kennst du im Flugzeug quasi, wenn der Captain so eine Ansprache macht, so mit so einer Stimmlage und genau so war das halt bei ihm, so klang der im Discord. Hat da eine komplette Ding gemacht und der hat den Boss, glaube ich, 10 Minuten erklärt, ja, und weiß ich nicht für nix eigentlich. Alle hatten Curve und erklärt halt 10 Minuten dem Boss, wo ich mir auch denke, so, okay, ja, gut.
Hat eine angenehme Stimme, muss man sagen. Jo, ich mach's gleich im Tool einfach eine Gruppe auf, dann kannst du. Ja, dann kann ich dich einladen. Oder du schreibst, warte mal, auf welchem Server? Ich glaube, auf Erida bin ich. Teladian. Ach, Mann, oder wie heißt mein Char? Teladina. Teladina, so heißt mein Char, ja, genau. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich meinen eigenen Char genannt habe. Telan. Ja. Auf Erida bin ich. Das kannst du theoretisch auch machen. Du bist auf Schnall. Ja, das ist egal, auf was für ein Server du bist. Du musst ja bloß mich quasi anschreiben oder halt, wir machen es übers Tool, wenn du dir schwer tust, können wir es auch machen. Also, bei mir sagt Alteholic auch den Questfortschritt an, wenn ich draufhalte. Okay, Ja, das auch wenn es ist. teilweise grün ist, ist auch abgehakt. Also, du musst bei Alteholic deinen Char oben in die Leiste reinziehen bei Erfolgen und dann kannst du jeden einzelnen Erfolg durchklicken, wie, ja, wenn du auf Erfolge bei Z klickst. Okay, das ist sehr gut zu wissen. Okay, ja gut, dann muss jetzt nochmal umloggen wegen dem Char. Wir können aus der. Ach, die wollen hier instant wieder queuen. Wen haben wir denn weiter? Ah nee, wir wollten ja den einen mitnehmen. Also, Nee, geht mal raus aus der Gruppe. okay. Dann queue ich mal hier nochmal rein, dann kannst du da kurz rein. Hier ist als Tela unter Benutzer definiert. Da einfach mit rein und dann kann ich dich einladen. Gut, jetzt auf dem Account, das ist mein neuerer Account, der wird wahrscheinlich jetzt nichts drin haben, aber. Da kannst du dann. Schauen wir mal zum Beispiel Scherbenwelt. Ah, da kannst du dann tatsächlich hier gucken. Ah, schau, der hat zum Beispiel ein Ding in Nagrand fertig. Gut zu wissen. Also da kannst du dich queuen. Jetzt ziehe ich kurz mal meinen anderen Char rüber. Das ist nämlich mein alter Account. Und da müsste ich ein bisschen mehr haben. Du kannst dich da queuen, ne? Jetzt schauen wir auch mal hier bei Quests. Dann Scherbenwelt. Der hat aber auch nur immer. Habe ich mit keinem gammeligen Char Dings gemacht? Nagrand gequestet, ne? Also wirklich gar nicht. Wenn der mit irgendeinem muss ich ja Zangamarschen, weil den Erfolg habe ich ja. Hier alle angeklickt? Ja. Hoi. Habe ich immer nur den Ring des Blutes gemacht. Schau mal an. Wenn ich jetzt hier alle Chars mache. Was hast du? Warte, dann schauen wir mal, ob du im Tool bist. Also mit irgendeinem muss ich dir doch gemacht haben. Ja, 60er Hunter. Du hast den ganzen Tag Freehold geboostet. Wie viel Gold hast du denn gemacht, wenn ich fragen darf? Warte mal, aber. Mit irgendeinem Charme muss ich den Scheiß doch gemacht haben. Weil, ne, hier drin habe ich ja das abgehakt. Oder sind das auf Allianz und Horde einfach nur die gleichen und deswegen sind sie abgehakt? Bei Netersturm ist abgehakt. Höllenhalbinsel. Anscheinend habe ich das mit keinem von denen gemacht. Irgendwie ist das komisch. Warte, ich könnte es ja genauso prüfen wie du. Ich meine, ich habe es ja auch mit dem Ali gemacht. Wonach guckst du? Nach Nagrand, ne? Ja, genau. Also Scherbenwelt. bei mir, also wenn ich jetzt auf das Scherbenwelt-Achievement gehe, habe ich alle bis auf Terrorcar und Nagrand, ne? Ist das bei dir genauso? Habe ja nicht so viele Chars wie du jetzt. Nee, Muss mal aber kurz wenn du auf das gucken. Meta-Achievement nicht jetzt bei dem Alkoholik gehst, sondern so aufs ganz normale Achievement quasi, dann ist quasi das Achievement habe ich. Und auch die ganzen Unter-Achievements habe ich. Bloß wenn ich auf das Meta-Achievement gehe, ist halt Terrakan Nagrand ausgegraut. Weil die anscheinend Horde-spezifische irgendwas haben.
Die anderen werden anscheinend nur bei Ali mitgezählt, was vielleicht die. Obwohl Höllenhalbinsel sind aber auch nicht die gleichen Quests, ne? Das sind ja auch zwei Leger. Und Dings sind es eigentlich auch nicht die. Na, also irgendwas passt da nicht ganz. Ich weiß es nicht. Na super, jetzt habe ich gleich meine Heilung am Anfang Hand raus. Auflegen direkt. Ja, weil ich gescrollt. Ich wollte scrollen. Bei mir ist es halt nach Maustaste oben. Ist mein Hand auflegen. $570.000 gemacht, das ist ordentlich. Das, wie lange hast du dafür geboostet? Also 570.000 ist als Tageseinnahme eine ordentliche Geschichte. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel jetzt, ne? Wenn du noch die Greens und das andere Zeug hast, kommt bestimmt auch noch was. Nicht schlecht. Scheint sich ja zu lohnen mit dem Freehold Boosten. Vielleicht mache ich das tatsächlich auch noch. Vielleicht mache ich mir einen Char dafür. Gehe ich so weit hin und mache das dann. Muss ich mal noch gucken. Ob ich nur irgendeinen auf dem Account habe, der vom Level da hinhaut. Ich habe auf Thrall noch einen 111er Demon Hunter. Den könnte ich nehmen. Auf Thrall habe ich halt kein Gold, ne? Obwohl, der hat 70. Doch, ich habe 70.000 auf Thrall. Wo kommen die 70.000 auf Thrall her? Reicht das? Ne, wahrscheinlich reicht das nicht um den Star. Weil du musst ja auch ein paar Sachen im AH kaufen, ne? Glaube ich. Ah, okay. Ja, gut, ist einiges an Zeit, aber hast auch gut Kohle gemacht, ne? Okay. Ja, du, klar. Aber da muss ich mir erstmal den Char dafür erstellen. Das mache ich dann, wenn ich ein bisschen, wenn ich wahrscheinlich hier durch bin mit dem Char und sonst sonst mit den meisten Sachen, dann werde ich vielleicht da auch mal ins Goldgeschäft wieder einsteigen, um wieder ein bisschen Kohle zu kommen. Weil ich ja doch noch das ein oder andere brauchen kann. Schau, ich bin gerade nebenbei noch ein bisschen. Oh fuck, jetzt sind die geerdet. Wenn ich jetzt nicht. Nebenbei noch ein bisschen, ob ich auf irgendeinem das Ding noch hab. Ah, hier. Ja, auf dem zweiten Account habe ich mit einem die Höllenhalbinsel gemacht. Okay, das passt schon. Den habe ich sogar abgeschlossen. Okay. Antonidas. Das irgendwie einstellen, dass ich nur Horden-Chars angezeigt krieg. Das sind jetzt alles Ali-Chars, okay. Lothar habe ich auch nur Ali-Chars. Muss jetzt halt nehmen. Warte mal, ich pull jetzt nur kleine Sachen, weil ich das nebenbei kurz gucken will, was ich da gemacht habe. Da rechts alles gleich. Fuck, jetzt habe ich Bubble gedrückt, ich Vollidiot. Das ist das, wenn du versuchst, Multitasking-mäßig was zu machen, das aber nicht drauf hast. Oh, das Hunterpad. Oh, wo ist es? Was macht denn das Hunterpad da? Jetzt haben wir tatsächlich alle. Okay, Erit. Warte, ich schau danach weiter, sobald ich den Dings hab. Sobald wir hier so ein bisschen. Also machen wir das orientieren. Okay, passt. Okay, auf Erida habe ich am meisten Dinge, aber ich habe es mit keinem komplett fertig, ne? Nee, tatsächlich nicht. Jetzt kann ich noch auf dem Account schnell gucken. Sorry, macht nix. Direkt kicken. Hat Spaß. Okay. Noch nicht. Noch nicht, okay. Wissen wir Bescheid. Die
ganzen Loadshars, ne? Da kommt eh nichts rum bei. Bei den Ali-Dingern habe ich nichts mehr gemacht. Hier auf dem Account habe ich, glaube ich, gar nichts mehr gequestet. Nee, tatsächlich nicht. Nee. Habe ich echt mit keinem einzigen irgendwas gemacht. Das sind die von quasi von der Allianz rüber geswitcht werden. Bei manchen scheint es zu klappen, bei manchen nicht. Was ich jetzt hier mal noch gucken könnte. Da Nordend nochmal irgendwas gemacht hatte. Meine auch nicht. Hallo, hey, grüß dich. Bin ich gerade nur nebenbei ein bisschen. Aber das sind auch immer nur 1-2, was ich dann gemacht habe, ne? Nordend habe ich auch so gut wie gar nichts. Sag gar nicht, habe ich da mit keinem Char irgendwas gequestet mit der Horde? Habe ich da tatsächlich nur noch Indies durchgeballert? Ja, das rächt sich jetzt gerade, ne? Kann ich nochmal Kalendor und Ding gucken, ob ich da noch irgendwas gemacht habe? Ashara, ein einziges Gebiet. Direkt Endboss? Ja, direkt Endboss. Dings haben wir ja schon. So, ich bin ein bisschen hier nebenbei am zweiten Account am gucken, aber nicht, dass ich jetzt ein Gebiet level, was ich dann eh schon fast fertig habe, wo ich dann vielleicht nur noch ein Endding nicht gemacht hätte. Das wäre dann nämlich Käse. Östliche Königreich. Habe ich auch nichts gemacht, ne? Das ist alles, ich kann euch das schnell zeigen. Alles ausgeixt, ne? Tut die komplett hin. Das sind die alten Horden-Chars, die ich habe, ne? Das von jeder Klasse einen. Und da habe ich halt auch nichts gemacht. Echt schade. Nicht mal angefangen. Nee, nicht mal angefangen. Ich habe anscheinend wirklich nur Instanzen gemacht. Aber ich bin gerade überlegen, wann ich angefangen habe, meine Horden-Chars zu basteln. Das war, glaube ich, also allerspätestens war das MOP, wo das Doppelagent-Ding reinkam. Ich meine, dass ich, wenn dann da angefangen habe, oder Kata schon. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich meine, spätestens, also ich hatte damals nur auf Lothar gespielt. Ich glaube, bis einschließlich WoD hatte ich nur auf Lothar Ali gespielt. Und dann kam hier dieses Doppelagent-Ding rein. Da sieht man irgendwo, wann man sich den Char stellt hat. Kannst du, glaube ich, rückwärts rechnen. Also ich habe es mal gemacht, indem du siehst, wie viel Gold du gesammelt hast. Und dann gibt es eine Zahl für Gold pro Stunde oder so. Und dann kannst du rückrechnen. Oh nein, oder? Oh nein. Das ist also das ist mir echt zu blöd. Natürlich könntest du es so ausrechnen, aber nein. Die Chars, die älter als 10, 12 Jahre sind, dann geht das auf den Tag zurück, wo die Erfolge das erste Mal reinkamen. Stimmt, 2008 oder 9. Das kann ich gucken, wann die Erfolge gekriegt haben. Das ist tatsächlich das... Was war denn? Jetzt müsste ich halt rausfinden... Ja genau, guck nach dem Level 10er Erfolg, wenn der Einzelne... Oder nee. Den Sammelerfolg. Der ist, glaube ich, in dem Sammelerfolg versteckt. Nee, also, was die höhere Mythic Plus Inis bringen, im Endeffekt ist es so, das Gear in der Instanz steigt nur bis Stufe 10 an und alles, was über Stufe 10 ist, kriegst du Baseline, kein besseres Gear. Was du aber für eine Chance hast, wenn du eine höhere Instanz kriegst, alle 2 Stufen sind es oder so, hast du nochmal eine kleine Chance, dass du mehr Items kriegst. Und diese Chance steigt halt immer. Heißt, wenn du halt irgendwann einen 20er läufst und keinen 10er, kriegst du zwar trotzdem nur das 400er Item Level Baseline, aber du hast dann vielleicht nicht 3 Items, sondern 4 oder 5 Items in der Kiste drin. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent steigt, das ist aber jetzt nicht krass viel, was es steigt. Also du hast jetzt nicht mit jeder Stufe ein Item mehr drin, sondern halt 0, irgendwas. Und das summiert sich dann halt auf, wenn du irgendwann hohe Keys hast. Genau. Heißt, kannst halt mehr Sachen drin haben. Und umso mehr Dinger du drin hast, dann kriegt halt irgendwann jeder eins oder jeder vielleicht sogar 1,5 Items, wenn du ganz hohe Keys läufst. Und ja, mit mehr Items hast du dann halt insgesamt eine höhere Chance, dass vielleicht auch mal was hochrollt, ne? Aber jetzt
es droppt an Baseline-Gear nichts Höheres, nein. Deswegen sehe ich es auch nicht ein, warum ich jetzt ewig viele hohe Mythic-Keys oder so laufen müsste. Ne? Im Endeffekt ist hohe Keys laufen eher was für Leute, die halt ihren Score pushen wollen und halt zeigen wollen, was sie können. Aber von der reinen Gearing-Perspektive bringt es halt nur minimal was. Genau. Oh. Ach, die haben das geedit, okay. Ist also, schnell weggerückt. Ja, der hat halt die Gruppe rechts dazu geedit und ist gestorben. Genau, also so funktioniert das. Deswegen, ja, ich weiß nicht. Deswegen macht mich das M-Plus-System leider nicht so an, weil ich bin keiner, der da eine Befriedigung draus zieht, zu beweisen, ich bin der Geiste, nur um zu sagen, dass ich der Geiste bin, dass ich einen hohen Score habe. Weiß ich nicht, wenn ich dafür nicht irgendwas kriege, einen Erfolg oder irgendwas Bestimmtes, dann lohnt sich das halt für mich einfach nicht. Wenn's jetzt, sagen wir mal, du schaffst einen 15er oder einen 20er Key tatsächlich, wenn du daraus dann einen Dings bekommst, ne? Einen Mount oder irgendwas Specialiges, dann würde ich es machen tatsächlich. Ne? Da müsste ich mir auch reinfuchsen und ewig viele Keys laufen und mit einer Gruppe suchen, dass ich da hochkomme. Ne? Also einfach ist es sicher nicht. Also ich will den Leuten das nicht absprechen. Aber dann wäre es für mich halt interessant, ne? Aber so ist es für mich einfach nicht interessant, der Content. Ja. Und weil ich mache halt ungern Sachen aus Selbstzweck, ne? Einfach, also Selbstzweck heißt quasi, es einfach nur zu machen, dass man es dafür macht, das reinzugehen. Und das ist ja dieser M-Plus-Score. Du machst ja den M-Plus-Score nur, dass du einen M-Plus-Score hast. Weiß ich nicht, das ist für mich zu wenig. Da habe ich viele, viele andere Sachen zu tun. Aber deswegen machen es einige, ne? Dass sie halt ihren Score da hochpushen und dann halt als tolle Typen dastehen, quasi. Bin halt jemand, der Achievements und solche Geschichten sammelt. Und zum Beispiel das mit dem Raiden mache ich ja auch, um die Achievements zum Beispiel zu kriegen. Klar, um auch mal in Chart zu gehen, ne? Weil du im Raid halt das Beste kriegst. Ja, wir müssen sie machen. Den Caster, den kannst du da nicht. Natürlich, wenn du das spielst als Herausforderung, klar. Alles Ding, aber das ist nicht mein Ding. Und dass ich einfach nur die Herausforderung mache. Das, zum Beispiel ist das ist dasselbe, was es gab. Es gab diese Geschichte, wie hieß denn das? Diese Feuerprobe, ne? Wo du in der Feuerprobe verschiedene, also diese Endloswellen schaffen musstest, ne? Und dann gab es halt, Bronze, Silber, Gold und dann kamen halt diese Endloswellen und bis Stufe 40 hast du ein Achievement gekriegt bei den Endloswellen. Und ich habe halt die. Und dann gab es halt Leute, die es weitergemacht haben, bis auf, keine Ahnung, teilweise auf Stufe 100 oder so. Oder ich weiß nicht, ob es oft bis 100, auf jeden Fall deutlich weiter als 40, ja. Und dann gab es ja auch ein Ranking für und. Oh, scheiße, ich bin tot. So schnell gestorben. Da gab es ja auch ein Ranking für. Ich glaube, ich laufe rein, das geht schneller. Ein Ranking für auf WoW Progress. Und gab Leute, die da wirklich es hochgeprogressed haben. Aber halt einfach für nichts hochgeprogressed. Einfach, dass es halt nochmal ein externes virtuelles Ranking gibt für was, wo du keine Belohnung kriegst. Und klar kannst du das hochmachen. Und natürlich ist das beeindruckend. Aber das ist halt ein Content, der mich dann eher nicht interessiert. Ne? Ist denn das? Sind das noch Heldentaten? Oder irgendwo muss das ja reingekommen sein? Ist das ja Ereignisse? Hey, wo ist denn der Kack? Ist das bei klassisch? Ah, schau ich hier zum Beispiel. Hier, also ich habe wirklich alle gemacht, ne? Ich habe dann, weil es für jeden es damals ein Achievement gab. Das ist, oh ne, es ging sogar nur bis 30. Ich dachte, bis 40 ging's. Okay, es ging nur bis 30. Hier zum Beispiel Endloswelle für Highlight. Also ich habe wirklich alle Rollen dann gespielt. Heiler DD. Aber dann habe ich halt auch wieder eine Dings. Sonst würde ich halt kein Heiler gespielt, ne? Aber weil es dieses Achievement gab, habe ich mir halt hingehockt und da das Heiler-Ding zum Beispiel auch gemacht, weil ich das Achievement haben will. Weil es dann halt irgendwo eine Belohnung für gab, die ich halt erspielen wollte. Dann habe ich halt. Seht ihr das? Ich habe das alles relativ kurz aufeinander gespielt. Ich habe hier Tank, das war das erste, was ich gespielt habe, am 2.1. Dann habe ich Schaden, auch am 2.1. und am nächsten Tag, am 3.1. habe ich Heiler. Ich habe die halt alle durchgeballert. Ich weiß jetzt nicht, die waren jetzt nicht so krass, aber
Ich hatte ein paar Leute im Raid, die waren halt Main-Heiler oder DD und haben ihre Dinge nicht geschafft. Und ich habe mich halt hingehockt, das ganze Addon kein Heiler oder DD gespielt, habe mein Tank-Ding fertig gemacht, bin schnell auf DD, hab mich halt so lange hingehockt, bis ich das DD-Ding hatte und habe mich dann halt danach so lange hingehockt, bis ich das Heiler-Ding hatte. Dann hatte ich Leute, die mit mir damals, gab es damals schon Mythic Raid? Ich weiß nicht, auf jeden Fall die höchste Raid-Stufe, die damals das gespielt haben, es aber nicht geschissen gekriegt haben, diese Wellen da zu spielen. Da musst du mal denken, ich hock mich einen Tag hin und krieg's geschissen, dieses Wellending zu spielen, und die Leute, die Main im Raid die Rolle spielen, kriegen es nicht hin. Das war für mich so der Moment, wo ich dachte, okay, mit was für Leuten spiele ich hier zusammen, ne? Ich will jetzt nicht hier behaupten, dass ich der Überkrasse bin, so schwer waren die Dinger auch nicht, ne? Aber wenn man dann Leute hat, die teilweise Main diese Rolle ausfüllen und es nicht hinkriegen, ist es halt schon ein bisschen traurig. Also, weiß ich nicht. Also, ein bisschen musste man sich schon reinspielen. Ich hatte ja auch kein vernünftiges Heiler-Gear oder so. Aber ich habe damals auch die Challenge-Modes zum Beispiel. Ich hatte ja auch keine Challenge-Mode-Gruppe oder so, ich habe mir das halt random zusammengesucht mit Leuten. Und Druid Tank war für die Challenge-Mode-Dinge halt der beschissenste. Und was war es halt am besten? Druid Heal war am besten, ne? Und dann wollten die ganzen Gruppen dich halt nicht mitnehmen. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen zu sagen, komm, scheiß da. Jetzt habe ich denen einfach erzählt, ja, ich bin Heiler. Und bin halt als Heiler mit reingegangen, habe halt irgendwie ein halbes Tank-Gear angehabt und habe den Challenge-Mode geheilt. Das ging halt, ne? Und die geilste Story, was ich euch da noch erzählen kann, ich laufe den Challenge-Mode, ne? Hab mir, Rackfood geholt, hab ein paar Innis auf Gold gemacht, ne? Was halt damals das Höchste war, wo du die Achievements reingekriegt hast. Und irgendwann habe ich gecheckt, weil ich habe mich immer hingehockt und ich dachte mir, warum geht denn das so langsam mit dem Mana-Recken? Das gibt's doch nicht. Das Problem ist, ich habe nicht gewusst oder nicht gecheckt, dass es. Weil ich ja. Oh shit, warte, ich bubble. Ich hab nicht gewusst, dass es, hab's einfach nicht gecheckt, dass es zweierlei Food gibt, also dass es ein extra Mana-Food und ein extra Life-Food gibt. Und ich habe mir beim Händler nur Life-Food gekauft, habe mich als Heiler immer hingesetzt, habe aber kein Mana gereckt, ne, immer nur Leben. Was halt so, ist hier nicht, ah, hier ist noch unsichtbar, was halt echt keinen Sinn gemacht. Aber ich habe die Dinger trotzdem auf Gold gespielt, ne. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich der krasseste Heiler war, aber ich habe mich da halt ein bisschen eingespielt, dann ging das auch, ne. Dann konnte ich auch die Dinger im Gold heilen. Hat schon funktioniert. Und dann habe ich es aber nochmal. Ich glaube, ich habe die meisten als Tank und als Heiler gespielt. Das ging dann schon. Dinger. Also, das kann man alles eigentlich machen. Also die Minen, die zerfetzen euch da vorne. Die hauen ziemlich rein, ne? Also, da muss man echt aufpassen. Machen wir jetzt hier mal ein bisschen. Komm mal her hier. Ein bisschen vorsichtiger. Die Hämmer sind teilweise echt kacke. Die fliegen an den Mobs vorbei und dann hast du halt da null Aggro drauf und dann rennen die da weg von dir. Ja. Aber wenn das so einfach war mit dem Gold, dann ärgere ich mich, dass ich das zu Pandaria-Zeit nicht gemacht habe. Also, gut, in Pandaria habe ich alle als Tank gespielt und das war dann in WoD, wo ich teilweise als Heiler. Gut, ich sag mal so, wenn du ein guter Spieler warst, dann war das jetzt eigentlich nicht so krass. Man musste sich schon reinprogressen. Ich bin mit vielen Gruppen reingegangen, bis das geklappt hat. Also, ich glaube mal, jetzt am Anfang von dem Addon, wo du nicht viele Sockel hattest, haben es nicht so viele Leute gehabt, weil es halt schon doch nicht so ganz einfach war. Ich würde behaupten, dass es doch gut schwieriger war, als jetzt zum Beispiel M+, 10er oder dann 12er, 13er, 14er Key oder so. Aber gut, das kannst du wahrscheinlich nicht so gut vergessen. Also es war schon knackig, war nicht geschenkt, aber wenn du weißt, was du tust, dann war es jetzt auch nicht unspielbar, sagen wir es mal so. Also es war jetzt nicht so krass, wie manche tun, ne? Aber ich hab mich da relativ schnell in Heal reingefuchst und hab dann in WoD halt die meisten als Heiler gemacht. Und das ging halt echt schon klar. Ja. Ich hab echt nicht schlecht gehalten, muss ich sagen, aber ich hab halt kein Interesse, nur so Heal zu spielen, ja. Oder so im Raid auch DD zu spielen. Ich mag halt einfach Tank spielen, ne. Ich kann das andere schon auch, aber ich muss mich dann halt reinfuchsen. Und natürlich brauchst du ein bisschen, bis du dich vernünftig reinfuchst, aber ich denke mal, ich bin da auch einigermaßen schnell, dass ich dann zumindest einigermaßen sinnig spiele und konnte dann so einen Content, wo es dann halt auch auf den Einzelnen ankommt, denke ich mal, vernünftig spielen, sonst hätte ich die ganzen Golddinger nicht gemacht oder auch diese Wellensachen. Und ich bin dann auch jemand, und jetzt vielleicht auch hier auf diese Dings zurückkommen, seht ihr, innerhalb von 2 Tagen habe ich halt alle fertig gemacht, ne, auch die Specs, die ich halt nicht gespielt habe, das ganze Addon, habe ich halt relativ zügig dann fertig gemacht, weil ich dann halt einfach auch ein bisschen verbissen bin, was dann nicht unbedingt gut ist. Ich mache es dann so lange, bis ich den Scheiß hab, ne? Das gleiche war ja auch mit dem Mage Tower, wo ich dann so lange dran gesessen bin, bis ich diese Kacke gehabt habe.
Und teilweise ist es aber auch nicht schlecht, wenn du da x Stunden dran warst, einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Cut und mach's am nächsten Tag. Weil irgendwann kriegst du halt Kopfschmerzen und bist nicht mehr konzentriert und so, dann solltest du lieber einen Cut machen, als dann verbissen weiter zu versuchen, weil irgendwo macht es dann keinen Sinn mehr, wenn du dann halt zu durch bist. Ja? Kann ich euch von meiner Perspektive sagen. Meistens lief es dann relativ schnell am nächsten Tag, wo du wieder frisch im Kopf bist, hat es dann funktioniert. Ja? Aber manchmal, zumindest bin ich da so, ich bin dann zu verbissen und will es halt schaffen, keine Ahnung. Dann ziehe ich durch, obwohl es dann eigentlich keinen Sinn macht. Scheiße, meine Stiefel sind rot, sehe ich gerade. Kacke. Jetzt müssen wir mal gucken, habe ich noch andere Schuhe dabei? Ja, perfekt. Wir werden die adden, oder? Läuft mal schnell da. Ja, wir haben sie geaddet. Nee? Hä? Die sind so. Ach nee, der hat nur gebufft. Der Caster war am Schießen. Naja. Er hat nur den anderen gebufft. Wie läuft der? Ich habe jetzt die letzten Tage keine Arena gemacht, weil es mir nicht gut war. Da habe ich nur Inseln gebastelt. Das mache ich demnächst. Mache ich dann gebündelt Arena. Ja. Wahrscheinlich werde ich dann am Samstag immer spielen, wenn ich den oben habe. Oder so. Tank ist beim Dudu gerade der einfachste Skill. Du kannst es nicht vergleichen. Du musst es immer situationsbedingt sehen. Du kannst nicht sagen, das eine ist einfacher als das andere. Du kannst vielleicht sagen, eine Rota ist vielleicht einfacher als die andere und die ist beim Druid Tank sicher nicht schwierig. Aber du musst immer die Situationen sehen, die du handeln musst. Zum Beispiel würde ich behaupten, dass im Plus die meiste Aufgabe der Tank tatsächlich hast, weil du musst halt gucken, dass du die Mobs richtig pullst und das ganze Positioning und alles machen. Du hast als DD und Heiler natürlich auch deine Aufgaben, aber ich meine, den größten Einfluss, ob die im Plus zum Beispiel läuft, hat sicher der Tank, ne? Und das ist im Raid bei vielen Bossen auch der Fall. Ne, du hast viele Bosse, wo du halt einfach nur dastehst und hin und her tauntest und das kann echt ein Grenzdebiler machen. Da ist das Tank mit Sicherheit die allereinfachste Aufgabe. Es gibt aber auch den ein oder anderen Boss, wo du halt als Tank wirklich am meisten zu tun hast. Und viele vergessen halt, dass du das Tank bei vielen Encountern alle Movement-Mechanics, wie die DD spielen muss, plus nochmal zusätzliche Mechanics, und das vergessen viele. Weil viele, oft von Leuten, ja, du musst ja nur einmal abspotten, das ist alles, was du machst. Ja, das ist halt nicht ganz richtig, ne? Es gibt manche Kämpfe, wo das wirklich der Fall ist, aber es gibt halt auch viele Kämpfe, wo ein DD nur dasteht und einfach nur einen Patchwork-Bosskampf hat und einfach nur durchtunnelt, ne? Also, du musst es auf die Situation münzen. Es gibt halt DD-Klassen, die eine einfache Route haben. Es gibt Tank-Klassen, die eine einfache Route haben. Es ist aber auch so, dass es viele Encounter gibt, wo ein Heiler kaum was leisten muss. Oder du dich als Heiler ziemlich, dass du ohne viel Können dich ziemlich weit durchleechen kannst, ne? Vor allem bei so Kandidaten, die einfach nur einen Haufen Group-Heal spammen, dann oben in der HPS sind und sich dann als guter Heiler verkaufen, was keinen guten Heiler ausmacht, ne? Deswegen sind solche Vergleiche und das einfach runterzubrechen, erscheint zwar immer schön, weil man dann einfach vergleichen kann, ist aber in den meisten Fällen nicht akkurat, weil du immer auf die Situation abstellen musst. Und ich würde sagen, das, was du an Dots oben halten musst und rotatechnisch ist... Trank, denk an deinen Trank. Achso, ja. Stimmt, du sagst was. Rotatechnisch ist die Katze wahrscheinlich wesentlich anspruchsvoller als das Grundlegende vom Tank, ne? Aber du kannst leider nicht nur die Rota berücksichtigen, sondern musst halt nur auf ein bisschen mehr gucken. Aber das würde jetzt zu weit führen von der Diskussion her. Denn wir sind mit der Stunde auch schon wieder durch. Und ja, jetzt bin ich mittlerweile Stufe 67. Mit Herz gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, vielleicht werden wir die Diskussion in der nächsten Episode weiterführen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.